Hallo, ich möchte heute mal was sagen über Mogelpackungen. Nach dem deutschen Eichgesetz müssen Fertigpackungen so gestaltet sein, dass sie keine größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist. Jetzt sehen wir uns mal diese Chipstüte hier an. Da merkt man schon, bis hierhin alles nur Luft. So, und dann mache ich die Tüte jetzt mal auf. Dann wird man das ja sehen. So, wie man sieht, fast, also unglaublich, wie wenig hier im Gegensatz zu der Füllhöhe drin ist. Ich messe das jetzt mal nach. Zentimeter sind hier nur Luft drin in der Chipstüte. Das kann eigentlich nicht sein, sowas. Nach dem Verbraucherschutzgesetz darf eine Verpackung höchstens 30% Luft enthalten. Und selbst das ist schon viel zu viel, finde ich. Schauen wir uns doch jetzt mal hier diese Bounty-Packung an. Auch hier merkt man, dass hier ein Haufen Luft drin ist. Jetzt mache ich die mal auf. So, und jetzt sieht man hier den Inhalt. 9 plus 1, also 10 Stück. Und hier steht dann dieses plus 1, da frage ich mich, wo das plus 1 ist, weil hier locker nochmal 1 dazu gepasst hätte. Also das hätten sie sich auch sparen können mit dem plus 1. Wenn man jetzt den einzelnen Riegel im Gegensatz zu seiner Verpackung sieht, dann merkt man auch, dass hier auch nochmal kräftig getrickst wurde. Wenn wir uns jetzt noch einmal die Gesamtmenge gegenüber der Verpackungsgröße anschauen, dann stellen wir fest, dass hier eine beabsichtigte Verbrauchertäuschung vorliegt. Man sieht die Größe der Riegel und hier die Größe der Verpackung. Und das hier sind nur zwei Beispiele von Mogelpackungen und die Supermärkte sind voll davon. Und ich kann nur sagen, jeder soll selber aufpassen und schauen, ob er den Preis für einen Artikel wirklich bezahlen möchte, der dann am Ende so eine Packung hier zum Beispiel hat und innen drin so. Damit verabschiede ich mich dann. Tschüss und bis bald.